Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Martin Grasl und Frankie Schinkels. Und selbstverständlich Edi Finger Junior. Schönen Sonntagabend, Punkt 22 Uhr auf OE24-TV. Ihr Pflichttermin mit Frankie. Schönen guten Abend. Und auch Edi Finger mit dabei. Vatertag natürlich heute im Vordergrund gestanden. Ihr habt beide natürlich Kinder. Wie habt ihr den Tag bis jetzt verbracht? Gestern haben meine Kinder mich eingeladen in Nussdorf ab der Traisen auf ein Picknick in den Weinbergen von Hans Schöller, Top Winzer. Und da haben wir, glaube ich, ein Achtel zu viel getrunken. Oh, Edi, wie hat es bei dir ausgeschaut? Wir haben eigentlich noch gar nicht gefeiert. Meine Tochter bereitet die Hochzeit vor. Mein Sohn hat ein Golfturnier. Wir werden nächste Woche in Ruhe feiern. Aber wir werden uns auch ein bisschen in die Weinberge begeben. Also Edi lässt sich da schon mal inspirieren von den Weinbergen und Picknicks und was sonst alles mit dem in Zusammenhang gebracht wird. Aber Sie sind ja auf jeden Fall jetzt mit dabei, um darüber informiert zu werden, wie diese 26. Runde ausschauen wird. Hier die Paarungen im Überblick. In der richtigen Reihenfolge. Rapid gegen WRC, unsere erste Begegnung, gefolgt vom steirischen Derby zwischen Hartberg und Sturm Graz. Dann die Salzburger zu Hause gegen den LASK. Dann die Qualifikationsgruppe mit Altach gegen St. Pölten, Mattersburg gegen die Wiener Austria und letztendlich die Admira gegen die WSG aus Tirol. Und wenn auch Sie gerne mitreden wollen, dann schicken Sie uns eine E-Mail an anpfiff@oe24.at. Mit einem kleinen Vermerk, können auch gerne Ihren Namen, Ihr Anliegen abgeben und dann werden wir das selbstverständlich auch in unserer Sendung liefern. So viel also zum Einstieg. Wir starten mit den Grün-Weißen zu Hause gegen den WRC. Ja, es ist nicht zwingend ein Traum, dieser grün-weiße internationale Traum, sondern wahrscheinlich jetzt schon so real, da man jetzt der engste Verfolger von Salzburg ist. Oder kann man sich die Butter noch vom Brot nehmen lassen in Hütteldorf? Rapid ist als Sieger aus dieser Corona-Pandemie gekommen. Erstens auf dem grünen Tisch hat LASK auch Punkte verloren. Mhm. Grüner Tisch, das passt eh dazu. Aber die Rapidler sind körperlich in einer sehr guten Verfassung. Kübauer hat aus der Not und Tugend gemacht, hat jüngere Spieler aufstellen müssen, durch die schweren Verletzungen, die er in seinem Kader hat. Und es klappt. Sie haben schnelle Spieler vorne, die gefährlich sind. Und sie haben einen Top-Goalgetter mit Fantas. Rapid kann von Europa träumen. Ja, Edi, jetzt haben die zwei Siege in Folge eingefahren. Wie hat sie dagegen gut gestartet mit einem Auswärtssieg gegen Sturm? Jetzt die letzten zwei Spiele ein Unentschieden, eine Niederlage. Wie sieht dein Fazit derzeit aus? Wer ist stärker? Ich glaube, Rapid ist stärker. Vor allem, man muss auch eines sagen, es ist auch ein Appell quasi an alle Trainer. Bitte hängt es halt immer an dem sogenannten Einser-Tormann, wenn er sich jede Partie anschüttet. Wenn der jedes Mal ein Steirer-Gol kriegt, dann ist er nicht mehr der Einser-Tormann. Ich finde, ich weiß nicht, ob der wirklich verletzt ist oder nicht, ist auch wurscht, er ist auch nicht auf der Ersatzbank. Im Moment hat der Torhüterwechsel Rapid wirklich gut getan. Ist das ausschlaggebend, Tobias Knoblauch zwischen den Pfosten? Ist das der Unterschied vielleicht zu den vorherigen Partien, dass man einen sicheren Rückhalt hat? Ja, wenn du erfolgreich bist, dann ist er natürlich mitbeteiligt als Tormann. Wir haben vorher kurz geredet über Strebinger vor der Sendung. Was ist mit denen? Aber der hat keinen guten Eindruck gemacht mehr zum Schluss. Er war nicht sicher, er war eher unsicher. Und das spürt eine Verteidigung. Ja? Und ja, der jetzige Tormann macht es perfekt. Ich glaube, der hat einen Flair, der ein bisschen das Rapid gegeben und was wollt's. Und der ist selber auf der Tribüne gestanden und halt gut. Und wenn sie gewinnen, dann macht das Trainer auch alles richtig. Genau. Also die Rapidler absolut auf der Überholspur. Die Kärntner haben ein bisschen einen Durchhänger gehabt, die vergangenen zwei Spieltage. Wir schauen ins erste Spiel zwischen Rapid und dem WRC. Ein Last-Minute-Sieg für die Grün-Weißen, da sieht man, wenn man im Flow ist, dann geht auch wirklich alles auf. Wir starten allerdings von vorne, wo Rapid zunächst in Führung geht durch diesen Treffer, Frankie. Ja, das ist wieder Fantas, der wieder in die Tiefe geht, das habe ich ja gemeint, mit schneller Spieler. Ja. Er und dann Kitagawa, der super mitgelaufen ist, sein erster Bundesliga-Tor, das ist sicher, tut ihm sicher gut. Aber diese schnelle Umschalten und dann im Tempo. Das habe ich letzte Woche gesagt, ich habe die Weisheit nicht gefressen, aber ich habe gesagt, das Problem bei WRC wird die Schnelligkeit hinten. Die sind träge. Aber man hat auch gesehen, dass sie nach Standardsituationen sehr, sehr stark sind, Edi. Wir sehen hier nochmal die letzte Einstellung von Kitagawas Tor und Michi Lindl und Weismann, die sich blind verstehen. Ja, das ist natürlich, also einen Weismann nehme ich umgeschaut zu jeder Mannschaft in Österreich dazu. Leider, muss ich sagen, werden wir den nicht mehr lange sehen, ich empfehle allen Zuschauern, schaut sich jede Partie an, weil der Mann ist
in der österreichischen Liga mit den Gehältern, die wir haben, einfach nicht mehr zu halten. Aber nichtsdestotrotz, wir reden über Strebinger. Wenn der Strebinger jetzt gespielt hätte mit Helm, sage ich mal, hätte man ihn kritisiert. Jetzt muss man Knoblauch auch kritisieren, weil da war mehr drinnen. Ja, dann in allerletzten Sekunden nicht, denn in der 87. da war dann noch ein bisschen zu spielen, nachher Maximilian Ullmann mit dem 2:1. Das sieht man halt, wenn man genau in der positiven Gasse sozusagen drinnen ist, dann geht auch alles auf, Frankie. Ja, aber ich sage mal, die Rapid haben ein paar Spieler drin, die einfach gern spielen, die befreit spielen, unbekümmert. Und das kommt jetzt Rapid zugute. Mit dem Druck, den sie trotzdem irgendwie gehabt haben, spielen sie jetzt befreit. Und vielleicht auch, muss ich sogar sagen, ohne Publikum. Vielleicht tut es ein paar Spieler gut, dass sie sich wirklich dran gewöhnen können, weil mit das Publikum kommt natürlich schon ein Rucksack mit Stress dazu. Und wenn du da nicht gewappnet bist dafür, überhaupt nicht bei Rapid, dann kann es ein Kontra sein für dich als Spieler. Ne? Ja, aber so spielt jeder befreit. Ja, mir gefällt bei Rapid, dass sie das sind viele Spieler aus der eigenen Mannschaft. Ja. Das sind Eigenbauspieler, ja. Also man braucht nicht immer irgendeinen von irgendwo viel Geld kaufen. Es gibt heute immer noch den Rapid-Nachwuchs. Auch der ist natürlich jetzt Multikulti, auch Gott sei Dank, weil Wien eine Multikulti-Stadt ist. Und die spielen wirklich gut Fußball. Ja. Mein Lieblingsspieler hat heute nur ganz kurz mitgespielt. Also der 16-Jährige, der kommt da. Der Yusuf, der hat mit dem jetzt so viel. Aber jetzt musst du dir vorstellen, was die Rapid noch hinten auch für Spieler haben. Ja, ja. Und Arase ist halt später reingekommen, ist ein hervorragender Fußballer und so schnell. Aber durch den Not und Tugend ist die Verletzungen haben dazu beigetragen, dass Kübauer sich aufstellen muss. Genau. Verstehst du? Bleibt nichts anderes über. Das war früher bei Graz auch, wo die Jüngeren dann gekommen sind bei Sturm Graz und die sind dann auch erfolgreich geworden. Wenn Rapid die Jüngeren spielen lässt, und sie entwickeln sich, dann hast du bald dann wieder eine gute Mannschaft. Und die Scouts von Rapid, die musst du einsperren. Die dürfen ja nicht raus, weil wenn sie raussehen, gehen sie überall hinschauen und die kommen immer mit Blödsinn haben. Also, ein schmeichelhafter, aber doch verdienter 2:1 Erfolg für die Hütteldorfer. Wir machen Stimmen nach dem Spiel für Sie. Maxi, gratuliere zum 2:1 Heimerfolg über den WRC, der dritte Sieg in Folge. Wie wichtig war der heute? Ja, er war enorm wichtig. Wir haben uns richtig viel vorgenommen vor der Partie. Ich denke, es war eine hitzige Partie mit vielen Zweikämpfen. Beide Mannschaften haben sich alles voneinander abverlangt. Und ja, bin überglücklich, dass wir die drei Punkte holen haben können. Und so kann es weitergehen. Was sagst du zu deinem entscheidenden Tor zum 2:1? Wie schwierig war es letztendlich? Ja, ich habe einfach geschaut, dass ihn gescheit erwischt, dass er dann so unter Anführungszeichen glücklich einige, dann ist mir jetzt eigentlich völlig egal. Bin zufrieden, dass mir das Siegestor gelungen ist und die drei Punkte nehmen wir auf jeden Fall mit. Zweiter Platz, 6 Punkte Vorsprung vom WRC. Ein optimaler Sonntag, oder? Optimaler Sonntag, genauso können wir das sagen. In 3 Tagen geht es schon wieder weiter und auf das konzentrieren wir uns jetzt gleich weiter. So ist es, ne? Kapitän gesperrt, auch viele verletzte Spieler und trotzdem einen guten Lauf derzeit. Und das war ein extrem wichtiges Spiel. Ich bin einfach nur glücklich, dass wir dieses heute gewinnen konnten. Ich glaube, wenn er spricht, verstehen wir nur Spanisch, aber ein sympathischer Mann, der Rapid bereichern könnte, vielleicht dieser erste Treffer, kann ganz, ganz wichtig sein für ihn. Ja, natürlich, das gibt Selbstvertrauen, er war ja verletzt, jetzt hat er sich integriert und jetzt tut ihm das sicher gut. Und er ist schnell, der Fantas, er, Arase, Kitagawa, da hast 3 schnelle Spieler, ja, die kannst du einsetzen. Genau. Und dann kannst du natürlich auch ein bisschen tiefer stehen in die eigene Hälfte, weil du bist schneller wieder beim gegnerischen 16er. Und das ist eine Waffe. Mhm. Edi, darf sich Rapid vom 2. Platz jetzt noch verdrängen lassen? Welche Mannschaft könnte die Hütteldorfer noch überholen? Ja, also wenn ich ehrlich bin, haben sie, glaube ich, mit dem heutigen Spiel den großen Schritt gemacht. Ich glaube nicht, dass da noch viel passieren kann. Der Frank hat in allen Recht, wenn ich jetzt mal überlege, dass der Rapid-Kapitän, der 6er ist, vor kurzer Zeit noch beim Didi Küper im Angriff gespielt hat, ne? Da greift man sich am Kopf, denkt man sich, Oliver, es gibt verschiedene Arten von Fußball offensichtlich. Und jetzt muss der Didi die Jungen nehmen und sie loben den Didi. Er macht alles richtig, wurscht, warum er es macht. Im Moment macht er alles richtig
Es funktioniert. Und es ist der dritte Sieg in Serie. Die Hütteldorfer also auf der Erfolgswelle. Und sie setzen vor allem die Salzburger nach wie vor unter Druck. Nach einer kurzen Werbepause sind wir gleich wieder zurück mit dem steirischen Derby zwischen Hartberg und Sturm. Bis gleich. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Martin Grasl und Frankie Schinkels. Schönen Sonntag, willkommen zurück auf OE24TV. Die Hütteldorfer schwimmen weiterhin auf der Erfolgswelle. Der dritte Erfolg in Serie gegen den WRC. Wir kommen zur nächsten Begegnung und da gibt es ein steirisches Duell. Ja, perfekte Überleitung. Ja. Hat Sturm noch Eier? Wir werden das Ganze mal auflösen. Falls Sie am Mittwoch dabei gewesen sind, dann haben Sie diesen Ausraster von El Maestro gehört. Ja, sowas bekommt man, glaube ich, auch nicht allzu oft zu hören als Schiedsrichter. Harald Lechner ist für unsere Begriffe wahrscheinlich einer der routiniertesten und erfahrensten Schiedsrichter. Durch diese nicht vorhandene Stadionatmosphäre hört man natürlich auch jedes Wort vom Trainer. Darf er sowas sagen, beziehungsweise ist die Sanktion mit 4 Spielen gerechtfertigt in deinen Augen? Nein, finde ich nicht. Das finde ich zu viel für diese Sage. Mein Sohn hat auch letztes Mal zu mir gesagt, Papa, hast du keine Eier? Aber das war zu Ostern. Da hat er geglaubt, ich habe die Eier vergessen zu kaufen. Sag ich, das taugt mir nicht. 4 Runden ist zu viel. Aber er ist schon bekannt durch seinen vulkanischen Ausbruch. Und Lechner ist doch der beste Schiedsrichter in Österreich, muss man sagen. Ja, aber der war in der Situation, ich mag ihn wirklich gern und man kennt ihn auch vom Training bei John Harris, das ist wirklich ein super Bursch. Aber er hat dem Jesse Marsch auch die gelbe Karten gegeben. Also da dürfte er schon einen Biorhythmusfehler gehabt haben, den Tag. Ne? Also Jesse Marsch gibt es nie eine gelbe Karten, weil der ist lustig oder aus dem Verständnis endet, weil er Englisch redet. Also das war einfach zu viel. Und 4 Spiele, da gebe ich einmal verworren, ich würde überhaupt keine Spiele geben. Ich würde eine Geldstrafe geben für die Jugendarbeit und damit ist das vom Tisch. Und noch schlimmer war eigentlich zum Schluss dann der Auslöser, warum er das gesagt hat, warum er böse war auf den Lechner. Das war wirklich, das war kein Foul. Er hat einen Ellbogen gesehen, das war nicht der Fall, das weiß ich noch. Und deswegen war es auch das war nicht stimmig, ja, das hätte er nicht bringen sollen. Aber 4 Runden ist zu viel, da gebe ich ihm ein Spiel und aus. Ja, aber das sind wir ehrlich, die bei der Bundesliga sind ja nicht dicht, das wissen wir ja. Jetzt sitzt er auf der Tribüne, die haben nicht gemerkt, dass sonst keiner auf der Tribüne sitzt. Der kennt, was der reinruft, der hat jeder Spieler. Ja. Was ist denn das für eine Strafe? Das ist ja lächerlich. Meine, was anderes ist, wenn das Stadion voll ist mit 10.000 Leuten, dann ist das eine echte Strafe. Weil der kann nicht coachen von der Tribüne. Ich weiß nicht, ob das verboten ist. Aber, und sein Bruder ist unten, die können reden in jeder Sprache. Also, was das ist. Nein, man munkelt in Graz, dass der Kreisel und der Schicker den Verband gefragt haben, gib mir ein paar Spieler, dass wir auf einmal was probieren von der Bank aus. weil eins ist klar. Sturm spielt irgendwas. Das ist ein Wahnsinn. Haben die noch Eier genug, um in dieser Meistergruppe zu spielen? Die Spieler haben die letzten Wochen gespielt ohne Eier. Ja, Punkt. Weil da geht es mir nicht um einen Sieg oder Niederlage, da geht es um, wie kommt was zustande. Die haben sich in bei Rapid ausschießen lassen. Die haben daheim verloren, die haben gegen WC daheim verloren. Na, Sturm ist ein Lüftchen von früher. Edi, abschließend, bevor wir ins Highlight gehen, noch ein Zitat von El Maestro vor diesem Spiel. Ist auch gefragt worden, was er davon hält, dass Hartberg quasi momentan die Nummer 1 in der Steiermark ist. Und er hat gesagt, es wäre auch gar kein Problem, wenn die Meister werden, wenn wir hinter ihnen Zweiter sind. Wie viel Ernst war da dahinter? Das ist wieder so eine skurrile Aussage, die keiner nachvollziehen kann. Das war sehr Schmäh. Ne? Das war ein kleiner Witz von der kleinen Welt am Wörthersee Minimundus, wo ich dort auch sportlicher Leiter wird, weil im Sturm raus hat. Nein, nehme ich nicht erst. Was für ihn viel wichtiger ist, wenn heute Sturm spielt, 90%, 90 Minuten Vollgas und gut spielt, dann wackelt sein Posten noch viel mehr als vorher. Für ihn ist es ein ganz schwieriges Match oben auf der Ehrentribüne, wo er ganz alleinig sitzen wird. Und das darf er die nächsten 3 Runden dann auch noch. Nestor El Maestro, also in einer neuen Rolle, sein kleiner Bruder, steht unten an der Linie und das im steirischen Derby.
Nicht nur Sturm Graz, sondern auch Trainer Nestor El Maestro dürfen durchatmen. Dabei ist das Ganze wieder genau nach hinten losgegangen. Zu Beginn dieser Partie in der 9. Spielminute schon das 1:0 für die Hartberger Frankie. Was läuft da wieder schief? Ja, ich finde, dass hier die Ecke war super geschossen von Repp. Und ja, das Tor ist super. Ich sage ja, von 20 Metern, trau dich doch, schieß, lass den Torwart zumindest schlecht ausschauen. Und hier muss natürlich Sturm Graz mehr Druck auf den Ball machen, aber der Schuss war perfekt. Und dann Edi, der Doppelschlag von Despodov, der hat, glaube ich, 400er davor liegen gelassen und dann in der Schlussphase sowas. Ja, aber ich habe mich überhaupt noch nie so ambitioniert gesehen. Der hat sich eingesetzt. Natürlich hat ihm der Tormann ein bisschen geholfen, weil der war überrascht oder wollte ins Torhütereck gehen und ist spät oder zurückgegangen. Auf jeden Fall, die beiden Tore haben sehr komisch ausgeschaut. Aber es ja. Wurscht, das zählt. Ein riesen Tormann-Fehler. Despodov hat mit Wut in seinem Bauch die zwei geschossen zum Schluss, weil er hat ihn 1000%ig in der ersten Hälfte vergeben. Wo er den Tormann schon überspielt, hat man gesehen und dann neben der Steuerstange. Ja, aber knapp, so viel. Aber knapp. Aber Despodov ist ein Spieler, der kann was Extras bringen. Das ist ein bisschen so ein ganz groß, ein Cristiano Ronaldo-Typ in Österreich. Weißt du, der hat solche Standards, geht dahin und sagt, geht's weg, ich schieße jetzt. Ja, und der kann schon kicken, das muss man schon sagen. Aber zu wenig auch in letzter Woche. Aber heute hat er alles gegeben. Heute hat er gekämpft, gefeitet, muss normalerweise machen 3 bis 5 Tore. Muss man ehrlich sagen. Dafür hat man ihm dann vom Torhüter 2 geschenkt, weil er hat es ja eh quasi. Und der kleine Bruder ist jetzt der große Bruder, oder? Ja. Der Tauschungsplatz quasi. Naja, aber der Bruder rettet irgendwo El Maestro sein Schell. Das ist sicher, aber der Sieg war schon wichtig. Überhaupt, wenn es die letzten 5 Minuten interessiert, kein Hund mehr. Aber der Sieg war wichtig für Sturm Graz. Ja, das stimmt. Und was bedeutet dieser Sieg auch für Sturm Graz selbst, für Sportliche? Ist das jetzt vielleicht das, was Sie auf der Zielgeraden nochmal beflügeln könnte, um ins internationale Geschäft vielleicht nochmal zu kommen? Ich glaube, das ist Schritt 2. Schritt 1 ist erst einmal, die sind die Lachnummer von der Steiermark. Weil jeder sagt, ja, was, schau dir das kleine Dorf da an, Hartberg, was die für Möglichkeiten haben und was ich da für Möglichkeiten habe. Ich habe Gehälter und Millionen und das und die Jungs da, die zahlen noch aus mit Brombeeren oder was. Verstehst du, was ich meine? Aber es ist schon so. Genau. Jetzt erst einmal Hartberg überholen und dann vielleicht weiter schauen nach oben. Vielleicht ist noch was möglich. Aber erst einmal nächste Woche oder am Dienstag, wann spielen wir? Mittwoch, glaube ich. Mittwoch, ja. Mittwoch wieder einmal gewinnen. Ja. So schaut's aus. Also Sturm Graz hat zumindest mal den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Die Hartberger kassieren den zweiten Dämpfer nach Wiederbeginn. Nach einer kurzen Werbepause kommen wir zum Topspiel zwischen Salzburg und dem LASK. Bis gleich. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Martin Grasl und Frankie Schinkels. Herzlich willkommen zurück bei uns auf OE24-TV und das dritte und letzte Spiel aus der Meistergruppe zwischen Salzburg und dem LASK. Und nein, Jesse Marsch und Valerie Ismail haben kein Date gehabt am Valentinstag. Sie sind am Fußballplatz aufeinander getroffen. Der LASK hat damals die Tabellenführung in Salzburg geholt. Kann der LASK heute in Salzburg bestehen? Ja, ich bezweifle es, weil LASK braucht schon einen Sieg gegen eine gute Mannschaft jetzt, beispielsweise heute, um vielleicht wieder aus dieser Schlamassel zu kommen, weil die sind alle in meinen Augen schwer angeschlagen, der ganze Verein. Von ganz oben bis der Fußballer, bis der Zeitwart, die sind alle angeschlagen, weil die haben sich so Hoffnung gemacht, in der Corona-Phase, um Meister zu werden. Die haben sich gefreut, dass sie dann wieder anfangen können. Und dann wissen wir ja alles, was da passiert ist. Lieber Edi, speziell in den letzten beiden Begegnungen hat man gesehen, dass die Salzburger von Beginn weg das Spiel nicht nur ernst nehmen, sondern eigentlich in der ersten Viertelstunde schon alles vorentscheiden. Ist das wieder dieser Salzburger Motor, den wir vielleicht jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr vermisst haben? Oder ist die Konkurrenz einfach zu schwach? Na, im Moment, ja, das Zweite muss man sagen, die Konkurrenz ist zu schwach. Die Salzburger haben eigentlich ein Freispiel, jede Partie. Sie haben keinen ernstzunehmenden Gegner. Der einzige Gegner der Salzburger
wäre unter Umständen Rapid gewesen. Wenn die von Anfang an so gespielt hätten wie jetzt, hätten sie ihn erwähnen können mit diesen schnellen Kontern, mit den jungen Spielern. Nachdem das aber nicht passiert ist, ist jetzt alles erledigt. Also Salzburg wird das Double erholen, hat kein Problem. Und der LASK wird denen nicht einmal den Ansatz eines Problems machen können. Da brauche ich kein Prophet sein. Das ist leider die traurige Linzer Fußballgegenwart. Ein psychologischer Dämpfer hat einiges ausgelöst in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Die Salzburger können zum nächsten Meistertitel eilen, müssen allerdings dieses Heimspiel auch wieder ernst nehmen. Und wir sehen Jesse Marsch natürlich in gewohnter Manier, sehr ruhig, besonnen, 3 Siege in Serie, 9 Punkte, das Maximum eingeholt, dagegen die Miene von Valerien Ismail, die sieht immer bitterer aus. Nur ein mickriger Punkt aus den ersten 3 Begegnungen heute, muss eine Reaktion her, wenn man vor allem obendran bleiben möchte. Zu Beginn, da rinnt allerdings nur Blut bei Philipp Wiesinger aus der Nase, kurz verarztet worden, danach geht es auch wieder weiter. In der 8. Spielminute dann die erste Salzburger Szene, die auch gleich von Erfolg gekrönt ist. Sehen wieder dieses schnelle Kurzpassspiel, dann diesen Steilpass auf Dominik Soboschlei und der Ungar mit dem 1:0. Hat schon in den letzten Begegnungen aufgezeigt, dass Erling Braut-Haaland gar nicht so sehr fehlt. Die jungen Wilden sind bereit, die Verantwortung in der Mozartstadt zu übernehmen. Der LASK hier wieder viel zu weit weg von den eigenen Gegenspielern. Kein Abseits natürlich. Ja, und Alexander Schlager dürfte auch noch unter den psychologischen Folgen der Corona-Krise und den 4 verbotenen Trainings leben. Salzburger also schon früh in dieser Begegnung wieder auf Erfolgskurs. Und vor allem wissen sie, sie müssen nachlegen. Nur 3 Minuten später wieder ein schneller Angriff über die linke Seite. Wieder Soboschlei. Und dann Filipovic, der nicht in den Zweikampf kommt. Und Patson Dacker steht bereit, macht das 2:0. Also wieder 2 junge offensive Spieler, die stechen in dieser ersten Viertelstunde möglicherweise schon für eine Vorentscheidung sorgen, der LASK. Sehr, sehr instabil. Nach einer Viertelstunde aber dann zumindest mal eine Reaktion der Linzer. Diese Reingabe und zumindest mal ein Kopfball, wo sich Zizan Stankovic ordentlich ins Zeug legen muss. Marco Raguz macht das hervorragend. Mit diesem Anschlusstreffer wäre natürlich einiges möglich gewesen. Postwendend aber der nächste Salzburger Angriff. Wang auf der rechten Seite durch, legt dann zurück auf Patson Dacker und Alexander Schlager verkürzt hier geschickt den Winkel und verhindert somit Schlimmeres. Wir springen in die 26. Einbahnstraßenfußball, wie wir es bei den Salzburgern auch seit Wiederbeginn gewohnt sind. Viel zu viele Räume und wieder Alexander Schlager gegen Patson Dacker. Also dieses Privatduell haben wir des Öfteren an diesem Abend gesehen und der LASK im Glück, nicht höher in Rückstand geraten zu sein. Aber auf der anderen Seite muss auch Zizan Stankovic einiges riskieren. Und Wöber rettet dann für seinen geschlagenen Hintermann. Ja, wir sehen auch Dominik Frieser auf der Tribüne, musste Platz nehmen, fehlt gesperrt und kann somit seiner Mannschaft nicht helfen. Ja, Frankie Schima stimmt seine Mannen ein für den 2. Durchgang. Man ist auf Kurs, 2:0 in Front, die nächsten 3 Punkte absolut in Sicht. Nach dem Seitenwechsel der LASK zunächst mit der ersten Möglichkeit. Durch so einen Einwurf hat man im vergangenen Spiel einen Treffer fast erzielen können durch Gernot Trauner und hier wird auch reklamiert, letztendlich gibt es aber nichts. Wenige Sekunden später der nächste Angriff vom LASK. Wieder ein Zweikampf und dann ist Marco Raguz der Sieger. Der Anschlusstreffer zum 2:1. Da gibt es auch Applaus von 3 Spielern, die bereits auf ihre Einwechslung warten. Marco Raguz hat sich vor allem in dieser Saison zu einem wichtigen Stammspieler herauskristallisiert. Ramaljo hebt hier das Abseits auf und im Zweikampf lässt er sich dann nicht lumpen. Zizan Stankovic kann nichts mehr entgegensetzen. Zu diesem Zeitpunkt hatte man das Gefühl, dass die Linzer vielleicht noch mal etwas bewirken können. Denn in der 63. dann auch noch mal ein langer Ball und ein Weitschuss. Hier von Balic, da fehlt nicht viel, kurzes Eck. Applaus aus Frankreich. Malaria Ismail merkt wieder, die Mannschaft entfacht ein gewisses Feuer. Kommt dann auch über Standardsituationen. Immer wieder gefährlich vor das Tor und dann rettet der Querbalken. Nach diesem Abschluss von Ramftl, ja, Salzburger werfen sich da kollektiv hinein in den Ball.
fast das 2:2. In der 72. dann nochmal Peter Michael, ist vom ruhenden Ball natürlich immer wieder gefragt, aber auch aus dem Spiel heraus kann er die ein oder andere Fackel zünden, zu zentral angetragen für Zizan Stankovic. 3 Minuten später die Salzburger dann mit dieser Standardsituation. Und hier reklamiert man Handspiel von Holland. Ja, kann man drüber streiten in dem Fall. Aber gut entschieden vom Unparteiischen. Die Salzburger dann aber in der 80. Spielminute mit der Vorentscheidung. Wieder ist es ein Defensivmann. Albert Walci mit aufgerückt. Und Soboschlei kann sich wieder mal einen Scorerpunkt zuschreiben lassen. Perfekt getretene Ecke, Schlager weiß nicht wirklich, soll er rauskommen, soll er stehen bleiben, entscheidet sich für ein Mittelding und somit auch falsch. Wir sind schon in der Schlussphase, die Partie vorentschieden. Die Salzburger zu dominant in dieser Phase mit gekonntem Passspiel und fast mit dem 4. Treffer. Hier hat Patrick Farkas das Nachsehen gegen Alexander Schlager. Alles in allem eine Enttäuschung für Valerian Ismail. Auch im 4. Spiel bleibt man bei einem mickrigen Punkt. Die Salzburger dagegen stehen beim Punktemaximum und 12 Zählern. Also eine souveräne Vorstellung von den Salzburgern, muss man an dieser Stelle betonen, auch wenn es zwischenzeitlich nicht ganz so gut ausgesehen hat. Wir schauen zunächst auf die gesammelten Treffer dieser Begegnung und starten sehr früh wieder, Frankie, in der 8. Minute. Ja, hier ist es wichtig, der gewonnene Zweikampf, dann aber nicht die Kontrolle verlieren, sondern weiterspielen, ein bisschen Glück, dass der Ball hochgefälscht wird, kein Abseits. Ja, und Soboslai hat, so wie wir so schön sagen, einen richtigen Lauf. Und ich glaube, der ist schon mit einem Fuß in Mailand oder in eine andere, sagen wir mal, italienische Stadt. Ich erwarte es wohl, dass die Grenze nach Italien endlich offen ist. Es ist leider, wir werden einige der Spieler, die wir hier gesehen haben, in der Dress von Red Bull Salzburg nicht mehr sehen. Das war schon ein schönes Luftloch vom Torhüter auch. Ich weiß nicht, hat er da Angst gehabt, Frenkie, oder einfach schlecht gezogen? Nein, ich glaube einfach zu spät und dann auf sichere gegangen, dass ich ja nicht auf eine Verletzung gehe, dann hätte er Rot auch noch gekriegt. Aber hier muss man näher an den Ball gehen, ob das jetzt Filipovic ist, jetzt in der Mitte, der unglücklich ausschaut. Für mich gehört es dem Filipovic eigentlich, ne? Ja. Weil da muss er hinfahren. Ja. Muss er nicht sagen. Lask ist nicht mehr so stabil, wie wir sie kennen. Trotzdem kommt man dann mit einem Anschlusstreffer noch einmal in das Spiel zurück mit einer Raguz. Super gemacht, super Pass. Und ja, dann wieder ein bisschen Hoffnung. Aber es ist, im Ganzen ist es zu wenig. Warum glaubst du, Edi, warum ist man nicht in der Lage, aus diesem Tor dann vielleicht Selbstvertrauen schöpfen zu können? Ich weiß es auch nicht. Es rennt alles schief im Moment bei den Linzern. Allein auch das Gesicht, das Minenspiel des Trainers, der so der Siegertyp war, der Lockere, der Nette, der Sympathische, der ist völlig außer Rand und Band. Und ich habe das Gefühl, was er oft macht, so Handbewegungen, das ist nur Show für die Presse oder für uns, fürs Fernsehen, aber das ist nicht ernst gemeint. Er fordert die Leute nicht auf und so. Die sind einfach, die sind doch vom Fußballhimmel sind in die Hölle gekommen. Aber Eddie, du siehst es beim dritten Tor. Ja? Das sind keine Lask-Tore. Die haben die vorher nie bekommen. Sie sind stark gestanden in der Abwehr. Sie haben einen hervorragenden Tormann. Und du hast es in der Anmoderation richtig gesagt. Sie sind alle im Kopf. Sie sind weit, weit weg von nur 100% Fußball. Die fühlen sich genommen, die sind unzufrieden, die fühlen sich einfach derzeit, wie soll ich sagen, alle gegen uns, Laskler. Ja. Mhm. Ja, und das ist auch interessant. Ich weiß auch nicht, warum sie dann bei so einem 2-1 nicht noch einmal nachdrücken können. Und einen Vorwurf muss ich auch den Linzer Fans machen. Gerade in der Situation braucht der Verein und braucht die Mannschaft die Fans. Und die Fans waren die Ersten, die den Verein verlassen haben. Die haben sofort gesagt, der Vorstand gehört weg, die haben alles deppert oder falsch oder gemacht. Und das ist eigentlich auch etwas, und das ist dann für einen Spieler zu viel. Nicht? Der Präsident steht auf einmal im schiefen Licht, der Manager so und so, der war ja, dieses Geständnis abgegeben hat, dann die Strafe, dann die Spieler und die Fans wollen es auch nicht mehr. Ich verstehe die Spieler. Ich glaube auch, dass einige heuer, wenn es irgendwie geht in der Transferzeit,
den Verein verlassen wollen. Mhm. Weil keiner will auf ihnen sinkenden Schiff weiter paddeln. Das ist nichts. Auf der anderen Seite, Frankie, kann man das Wodka Red Bull schon einkühlen für die Meisterfeier? Ja, das ist, brauchen wir nicht mehr diskutieren. 100%? Aber letztes Mal waren es 99,9. Das sind 100%. 105. Aber wie? Es geht darum, wie. Sie marschieren, sie tun, sie spielen gut. Und auch für alle Trainer, Bundesliga-Trainer. Nur einmal zum Speichern. Der Jesse Maas tut 3 Spieler rotieren. 3. Weil er sagt, ja, das ist meine Truppe und wir sind körperlich fit. Und wenn ein Spieler nicht mehr kann, dann tue ich mehr. Aber nicht, weil er was Modernes erfinden möchte. Ja, und er spielt mit seiner stärksten Mannschaft. Und die ziehen das durch, das Programm. Natürlich, Szoboszlai jetzt in Hochform, Taka Hochform. So, das passt natürlich noch dazu. Körperlich sind sie sowieso weit überlegen bei allen anderen. Und die werden wir alle nächstes Jahr, glaube ich, nicht mehr sehen, was du jetzt so erwähnt hast. Das ist der nächste Punkt. Wir werden in der nächsten Phase des Fußballs eine neue Red Bull-Mannschaft erleben. Es werden wieder so wie voriges Jahr 3 Spitzenleute, 3 bis 4, werden die Mannschaft verlassen. Das ist so. Und ich will als Erster wieder sagen, und jetzt kommt der Einbruch. Und andere sogenannte Experten sagen auch, jetzt kommt der Einbruch. Und der kommt nicht. Der kommt nicht, weil sie sind zu stark aufgestellt. Naja, der junge Schweizer, der zweite, der junge Südamerikaner. Ich meine, ich merke mir die Namen gar nicht, weil die kaufen ja so viel. Nicht? Da muss ich mal schauen, da haben sie ein paar Afrikaner auch, die wir überhaupt noch nicht gesehen haben. Also ich kenne die nur von den Trainern, die sagen, was die spielen, die bei Liebering, das ist ja Wahnsinn. Ja. Die kannst du sofort in die Nationalmannschaft stellen, die kennen alles. Ja. Also und das werden wir erleben. Ist aber auf der anderen Seite schön, dass wir so Fußball auf einer anderen Art erleben, aber heuer haben wir es ja gesehen in der Champions League. Wenn du zu viel verkaufst, fliegst du in der Champions League raus. So ist es nicht. Champions League ist keine Gmatte Wissen. Das wissen ja, weil es wird sicher, der Chang wird gehen, Schobel, der wird gehen. Also die gehen sich alle. Und die sind im Moment die Leistungsträger. Ob der Taka schon geht mit 19, ja, ist ein bisschen fraglich. Aber ich glaube, na, den bauen sie jetzt auf, der schießt noch seine Partie. Und dann kommt der Ausschlag, dann gibt es noch die Red Bull Leipzig können sie eventuell auch noch hingehen. Ich sehe Song Daka eher als Nachfolger von Werner als ein Wang. Aber das ist mein persönlicher. Aber die wollen den Wang jetzt haben schon. Ja, okay. Weil der Werner ist weg und ich glaube, die wollen den Daka noch ein Jahr mit aufbauen. Reifen lassen, ja. Wenn sie beide Stürmer weggehen, wird es natürlich im Europacup. Nicht einfach. Also, jährlich grüßt das Murmeltier, die Salzburger schaffen es immer wieder, eine neue Mannschaft aus dem Boden zu stampfen und von einer Meisterschale zur nächsten zu hecheln sozusagen. Nach einer kurzen Werbepause springen wir rein in das Geschehen der Qualifikationsgruppe. Alltag gegen SKN. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Martin Grasl und Frankie Schinkels. Herzlich willkommen zurück hier bei uns auf OE24TV. Die Meistergruppenspiele haben wir bereits gesehen. Die Qualifikationsrunde steht allerdings noch bevor. Unser erstes Spiel, Altach gegen den SKN. Auf der einen Seite ein Kantersieg von den Altachern, das war das letzte Heimspiel in Vorarlberg, 6:0 gegen den SKN. Auf der anderen Seite haben die St. Pöltener das Niederösterreich-Derby gegen die Admira mit 3:0 verloren. Erwartest du den nächsten Kantersieg oder doch eine Reaktion? No, ja, es geht für beide um vieles. Altach will unbedingt in Europa wieder tätig sein und die SKN kämpft, um zu überleben. Betonung auf Kämpfen. Ja. Und die erste Runde war gut gegen Wattens. Und dann sind sie wieder ein bisschen so abgeschweicht. Wattens, glaube ich, zu viel Fußball spielen. Ärmel aufkrempeln jetzt und hinfahren und alles geben. Edi, dieser 5:0-Sieg von St. Pölten gegen die WSG Tirol zum Start, war das vielleicht ein zu hoher Sieg, dass der Mannschaft zusätzliches Selbstvertrauen gegeben hat, das sie gar nicht besitzen? Eigentlich müsste man St. Pölten von den Wetten ausschließen. Weil die haben jedes Mal ein anderes Ergebnis, was jeder erwartet. Nicht heute müsste man sagen, die gewinnen wieder, ja? Glaube ich auch nicht. Weil das ist St. Pölten. Die haben keine Konstanz. Die spielen einmal wirklich super, das spielen sie auch gut. Nicht nur Glück. Und dann das nächste Mal spielen sie wirklich sauschlecht und verlieren eine Partie, die man nie verlieren darf. Das ist die Mannschaft, die ich überhaupt nicht einschätzen kann. Und Altach ist derzeit die spielerisch beste Mannschaft natürlich, in dieser Quali-Gruppe. Ja. Warum
Haben Sie die individuelle Klasse? Sind Sie als Mannschaft stärker? Ich glaube, dass die jetzt die richtige Spiele, dass er, Pastor als Trainer, dass er jetzt mehr Ideen hineinbringen kann, seine Philosophie. Das ist die holländische Philosophie, das ist viel Ballbesitz. Viele Spieler mit einer gewissen Technik brauchst du dafür. Und die hat er. Und die Mannschaft, die geht's gut. Und die passt zusammen. Und da kann was entstehen. Ich glaube, dass wenn er die Mannschaft gehabt hätte, wenn er nicht wäre, hätte er, war er bei der ersten Sechs dabei gewesen. Man kann es nicht übertreiben. Er hat die Mannschaft am Anfang überschätzt, das Holländer. Richtig. Er glaubt, er kann mit ihnen mehr spielen, als sie können. Ja. Und jetzt weiß er, was sie können. Und jetzt spielt er das. Und jetzt sind sie sehr gut. Also mittlerweile ist der niederländische Funke übergesprungen. Die Altacher eindeutig im Aufwind. Und der SKN muss eine Reaktion zeigen. Eine beeindruckende Leistung der Altacher, der nächste Heimsieg, ein 2:0 über die St. Pöltener. Und wir blicken in das Geschehen hinein. In der dritten Minute, Frankie, hat es begonnen mit diesem Treffer. Wieder Daniel Nussbaumer, letzte Woche sein Premierentor, jetzt der zweite. Wie beflügelt ist der? Ja, der ist jetzt gut drauf. Das ist, der geht Richtung Tino Werner. Ja, der ist also schneller Spieler, der geht in die Tiefe. Und der hat da den Pass gut bekommen. Hinter der Abwehr ist Gennis schlecht gestanden und auch der Riegler. Wenn er rauskommt, muss er den Ball haben. Oder er hätte früher raus müssen, oder er muss bleiben. Ja. Dann hätte hier Sigmas, sie stehen sehr hoch, jetzt kommt dann der lange Pass und kein Abseit. Sprintet rechtzeitig weg und jetzt kommt der Riegler. Wieder Batman und Robin. Er ist in dem Fall der Batman und fliegt durch die Gegend. Ja, aber man sieht es. Das ist trainiert, das ist die Taktik, hinter der Abwehr, Schnelligkeit, super toll. Nur wenn der Tormann mit der Hand hingefahren wäre, hätte er den Ball gehabt, aber sein Köpfler, na gut. Ja, und dann die erste gelbe Karte für Hofbauer in der 31. Sehen das in der nächsten Einstellung gleich nochmal ein unnötiger Tritt gegen Fischer. Muss man geben? Kann man geben? Ja, nein, das ist für mich gelb. Und dann taktisch, auch wenn es die 33. ist, gibt es keine zwei Meinungen, oder doch? Entschuldigung, das ist gelb-rot. Wer da noch eine andere Meinung hat, der weiß nicht, dass das ist schon viele Jahre, diese Fußballregeln. Gibt es schon viele Jahre jetzt. Ja, weil der Robert Ibertsberger, der Trainer, hat gesagt, das war eine klare Fehlentscheidung. Sagt er das nur durch die SKN-Brille? Nein, Fehlentscheidung würde ich nicht sagen. Es war eine Randentscheidung. Es hätte sich ja keiner aufgeregt, wenn der Schiedsrichter nicht diese Gelb-Rote gegeben hätte. Aber natürlich, das ist klar. Das war für mich klarer als das erste Fall, wenn ich ehrlich bin. Weil das war taktisch absichtlich gemacht. Aber wenn ich Eddie, und ein deppertes Foul. Das ist in der Hälfte von Alltag brauche ich nicht. Ich kann noch genug Spieler waren hinter dem Ball. Aber das war ja nicht der letzte Mann. Genau. Und dann die Entscheidung, Sidney Sam, in meinen Augen einer der wichtigsten Faktoren im Spiel, oder? Ja, und das war natürlich, weil wir im Vorfeld geredet haben, der Sidney Sam kommt und hat sich super eingelebt. Hat die Nummer 10, kann Fußball spielen, kriegt das Selbstvertrauen und ist eigentlich das Um und Drauf derzeit. Was sagst du zu ihm, Edi? Ist das einer, der seine Karriere auch in Österreich ausgehen lassen wird? Hat er in Deutschland früher für Leverkusen und so weiter gespielt? Also ich würde so sagen, er ist ein Spieler, wenn ich jetzt etwas zum Reden hätte, den würde ich nicht hergeben. Der ist für die Mannschaft extrem wichtig, schön gemacht, der Tormann steht ein bisschen unglücklich, aber er kann nicht ganz hinten stehen. Und er hat es mit Hirn gemacht, ein schönes Tor. Ja, und du merkst da, so ein erfahrener Spieler traut sich das. Ja. Wir schießen viel zu wenig, sag ich mal. Weil jeder hat Angst, dass er daneben schießt oder darüber Verantwortung abgeben. Der nicht, der sagt, hey, Freunde, ich komme aus dem Nachbarland und ich war ein ganz großer und hier zeige ich einmal, was ich kann. Und das, er lässt die Beine sprechen und finde ich super. Der hilft die Mannschaft weiter. Mhm. Was muss jetzt der SKN machen die nächsten Wochen? Über den Kampf hineinkommen, weil spielerisch läuft es anscheinend nicht. Ich glaube, dass der Ibersberger auch Fehler macht. Macht einen sehr sympathischen Eindruck. Ich komme aus St. Pölten, aus der Stadt, ist gut angekommen. Aber er glaubt, wie der Eddie eigentlich vorher gemeint hat, die glauben wirklich, die können kicken. Die können nicht kicken. Die müssen 90 Minuten das Wesentliche machen, zerstören, schnell umschalten, körperlich topfit sein und. Das hat der Kübau auch einmal geschafft bei SKN und die haben dann einen super Lauf gehabt, weil du musst ein gewisses System zur Mannschaft muss passen. So wie der früher er gesagt hat bei Alltag, wie Pastor das nicht gefunden hat. Jetzt hat der Pastor seine Spielphilosophie gefunden.
Und der Ibbersberger muss jetzt auch bald seine Mannschaft finden. Die müssen gegen den Abstieg einmal sie wehren. Genau, über den Kampf müssen sie ins Spiel hineinkommen. Jetzt ist es schwierig auch. Weil es ist ja gerade einmal, wenn du spielst, wenn du genug Punkte hast, das weißt du besser wie jeder andere, dann spielen die Fußballer. Ja. Jetzt fangen sie das Denken an. Und wenn einmal eine Mannschaft Denken anfängt, wird es immer gefährlich. Ja. Weil dann wollen sie künsteln, dann wollen sie Sachen machen und so. Jetzt, er muss, ich sag, zurück zu den Wurzeln. Kämpfen, fighten, ganz normal spielen und um jeden einzelnen Punkt raufen. Dann können sie oben bleiben. Aber wenn sie das nicht machen, können sie absteigen. Fußballer sollen nicht so viel denken, haben sie mir auch gesagt. Weil wenig Hirn, nicht viel denken. Nein, das habe ich nicht so gemeint. Das lassen wir mal so stehen. Auf jeden Fall, die St. Pöltener müssen in den nächsten Wochen liefern. Genauso die Wiener Austria. Nach einer kurzen Werbepause sind sie im Pappelstadion zu Gast. Aber auch der ein oder andere Zuschauer hat sich dort eingeschlichen. Bis gleich. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Martin Grasl und Frankie Schinkels. Und selbstverständlich Edi Finger Junior. Schönen Sonntagabend, herzlich willkommen zurück hier bei uns auf OE24-TV. Die Altacher haben eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie auf der Erfolgswelle schwimmen mit einem 2:0-Sieg über den SKN St. Pölten. Aber auch die Wiener Austria muss langsam liefern. Denn, Frankie, die erste Begegnung der Wiener Austria ist zwar mit einem 1:0-Sieg an den Verteilerkreis gegangen, aber überzeugend ist das nicht, was die Violetten derzeit bieten. Jetzt steht man schon so unter Zugzwang, dass man heute gewinnen muss, in deinen Augen? Ja, natürlich, das sind die Ansprüche der Wiener Austria und auch Ilse Weiß wissen, sie müssen eigentlich diese Gruppe gewinnen, ja, diese Quali-Gruppe. Und dann haben sie noch Quali-Spiele um einen UEFA Cup. Ja. Und Ich sehe aber nicht, dass die unbedingt gewinnen wollen, vom Spielerischen her. Kampf, okay, will ich denen nicht ausstreiten. Ja? Das ist immer leicht zu sagen. Aber spielerische Linien, die wir gewohnt sind von Violett, von der Austria Wien, die ist ja schon weit, weit weg entfernt, von was die Austria gestanden ist. Technisch gutes Fußball, Gegner an der Wand spielen, probieren zumindest. Und dann natürlich Tore dazu machen. Ist alles zu wenig bis jetzt. Mhm. Jetzt sprechen viele von diesem Zweikampf Altach gegen die Austria. Könnte das mit Mattersburg zu einem Dreikampf werden? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Mattersburg so stark ist. Ich glaube sogar, das wird das Solos für Altach werden. Das ist auch für mich die beste im Moment. Aber bei der Austria ist es so, wenn es ganz unten sind, dann machen sie meistens eine Überraschung. Also das ist so. Und ich glaube, dass wenn die echten violetten Anhänger, wenn die Austria jetzt hoch gewinnt, gegen Mattersburg, ärgern sie sich mehr und sagen, warum spülen die nicht immer so? Die spülen nur damals das Wasser über dem Hals ab. Und das ist leider eine Mentalität dieser Mannschaft. Das hat es früher nicht gegeben. Da waren die Geiger, nicht? Der Schneckerl und der Polster und Gasselig. Aber die haben die Mentalität gehabt, die wollten jede Partie gewinnen. Auch gegen Gosthaus Meier. Und die jetzige Partie kann nicht so viel und hat aber die falsche Mentalität. Das ist, glaube ich, der Hauptfehler der Wiener Austria jetzt. Auch die Mischung der Mannschaft. Da muss man mal ein paar andere dazugeben von der anderen Mentalität. Mhm. Frankie, Andreas Gruber ist ein wichtiger Bestandteil der Mattersburger, mit der 5. Gelben jetzt nicht dabei. Wie schwerwiegend ist dieser Ausfall? Ist er wirklich das Element, das das Spiel der Mattersburger so beflügelt? Ja, aber Martin, vor 2 Wochen haben wir ihm gezeigt, genau, ja. Die meisten Scorerpunkte, ich meine, das sind Fakten, die brauchst du als Trainer. Der flankt, der schießt, der gibt natürlich die Mannschaft dann dementsprechend auch eine Hoffnung. Wenn er den Ball hat, dann passiert was, ja, das brauchst du. Aber Mattersburg, und das haben wir auch schon 100-mal gesagt, Mattersburg lebt nur auch, wie, was ich auch vorher gesagt habe, SGN. Mattersburg muss die Arme aufkrempeln und gehen. Wir haben sie alle angeschissen, wenn wir ins Papa-Stadion gefahren sind. Es ist so, weil die haben ins Hals bissen. Aber wenn sie auch glauben, sie müssen jetzt kicken und das, dann geht's nicht. Das haben sie schon gezeigt, dass es dann nicht mehr geht. Mhm. Gibt es für dich trotzdem irgendwas Überzeugendes aus diesen ersten Partien, was die Wiener Austria gezeigt hat? Spürst du, dass da trotzdem irgendwas entstehen könnte, Edi? Ja, das ist die überzeugendste Salzschrift von Peter Stöger, wie er gesagt hat, nach der dritten Niederlage, ich glaube, der Trainer erreicht die Mannschaft. Aber hoffentlich hat der Peter recht und wir werden ja sehen, ob er es heute erreicht. So ist Fußball. Mhm. Erreicht er es nicht, lachen alle über Stöger. Also, nein, das ist ein Blödsinn. Erreicht er die Mannschaft am nächsten? Der Peter Stöger kennt sie aus. Also, Peter Stöger und Christian Ilzer sitzen nach wie vor in einem Boot. Aber es müssen dringend 3 Punkte her gegen den SV Mattersburg.
Zum ersten Mal nach Wiederbeginn kann die Wiener Austria überzeugen. Ein klarer 1:4 Auswärtserfolg. Wir rollen das Feld von vorne auf, starten mit dem ersten Treffer in der 18. Spielminute. Ja, das ist, wie sagt man in Deutschland, ein Sonntagsschuss. Aber wer nicht schießt, der kann er nie treffen. Und der Freund Zakaria, der hat schon einmal gegen SGM mit den Freistoß aufhören lassen. Eine super Schusstechnik und warum nicht aus dem Spiel? Und jetzt hat er das nötige Glück gehabt, ein bisschen angefälscht, ein bisschen viel. Und ja, das schaut der Kuster natürlich schlecht aus. Aber eigentlich aber kann er nicht. Für den jungen Spieler absolut toll gemacht. Und vor allem das zweite Tor nach der 30. Minute. Hier vor allem Mondschein am kurzen Pfosten zu loben. Wenn er den nicht weiterleitet, kann Zwierschütz quasi einpacken. Ne? Genau. Aber Austria super, Druck gemacht, Ecke rausgespielt, alles probiert mit Torschüssen. Aber hier die Mattersburger Mannschaft, das bin ich auch nicht gewohnt. Dass die, das sind Kerle, ja, und die lassen sich so bei einem Standard so wegdrucken, wegspielen. Nein, das darf nicht sein. Taktisch nicht gut aufgepasst bei den Standards. Ein Mattersburger gegen drei Austrianer, ja. Hört aus. Ja. Wir brauchen jetzt sagen, Schädel, ich sehe überhaupt keinen Mattersburger, nur den annehmen Tormann. Nein. Also die Austria mit 2:0 in Front, aber kurz nach dem Seitenwechsel, wo wir hier Christian Ilzer noch jubeln sehen, gibt es dann doch noch den Anschlusstreffer durch Patrick Bürger. Wie macht er das? Stark, ne? Reaktion schnell. Ja, der hat ein Pech, dass der schwer verletzt war. Mhm. Weil der hätte wirklich Top-Qualitäten. Ja? Das war eigentlich einer meiner Lieblingsstürmer früher. Aber natürlich jetzt dadurch, dass er verletzungsanfällig ist, spielt er oft nicht. Aber dass der natürlich dann hin und wieder seine Qualitäten aufblitzen lässt und eins gegen eins mit dem Tormann, ist ein Goalgetter, ist ein Torjäger. Und dann viele geglaubt, die Austria könnte vielleicht jetzt wieder in die Bredouille gebracht werden, aber nach dem Seitenwechsel stehen sie zum ersten Mal, muss man sagen, seit Wiederbeginn unter Beweis, dass sie auch nochmal nachlegen können. Woran liegt das? Am schwachen Gegner an diesem Tag Mattersburg oder was wirklich die Qualität der Austria? Ja, das würde man noch schnell sagen, aber Austria hat die Mattersburg dann schwach gemacht. Ja? Und hier wieder ein Standard. Das ist ein Wahnsinn, dass das so leicht geht. Aber jetzt trifft er zumindest einmal ins richtige Tor, der Palmer Braun. Letzte Woche hat er noch ins eigene Netz geschossen. Aber das ist ein Engländer, der kommt von Manchester City, der muss viel gefährlicher sein bei solchen Aktionen. Und hier zeigt er, was er kann. Und das war das 3:1, die Vorentscheidung. Edi, aber einen Treffer haben wir dann noch aus der 58. Ein direkt verwandelter Freistoß von Alexander Grünwald, den wir hier sehen. Das macht er natürlich mit der feinen Klinge. Ja, aber wenn du ehrlich bist, jetzt haben wir 4 Tore gesehen. Von den 4 Toren sind einmal 2 Tore, da hat der liebe Gott mitgespielt. Das erste und das vierte, das kann man jetzt sagen, dass du das trainieren kannst. Und das eine Goal, naja gut, da war die Abwehr sehr unaufmerksam. Jetzt freut er sich, ich weiß nicht, was er trinkt, aber wie ich den Peter kenne, keinen Alkohol. Ich schätze mal auf ein Kehli. Oder so ein Getränk, ohne Werbung zu machen. Aber gut. Jetzt sind wir uns ehrlich, wenn ich ein Match mache, wenn ich so spiele, wenn der Gegner nicht gut ist und wenn ich von 4 Tor 2 kriege, die ich ja gar nicht gemacht habe, ja, wie soll ich da verlieren? Ja. Man darf das jetzt nicht überbewerten. Sie haben gewonnen, sie haben den Kopf aus der Schlinge gezogen, aber ihr echter Gegner ist meiner Meinung nach trotzdem wesentlich stärker noch. Aber sie haben auch ihre Hausaufgaben gut gemacht. Sie haben Standards trainiert, sie haben Ecke trainiert. Das war einstudiert. So deswegen Kompliment, Lob. Weil wenn aus dem Spiel nichts geht, dann musst du auch die Standards dazu holen. Genau. Und das haben sie gut gemacht. Aber ich bin irgendwie bei Eddie. Spielerisch war es doch noch mager Kost. Ja. Überschaubar, sag ich mal. Ja, überschaubar. Ja. Absolut ausbaufähig. Die Wiener Austria landet trotzdem den zweiten Dreier nach Wiederbeginn. Heißt zweiter Sieg im vierten Spiel. Wir haben einige Stimmen nach dem Spiel. Penz, Zwierschütz, Jago und Trainer Ilzer. Ich glaube, wir haben einfach den Ball sehr gut laufen lassen, haben einfach die Basics rübergebracht, sind gut gestanden, haben im Zentrum extrem viel Leid gehabt und ja, haben es dann einfach super zu Ende gespielt. Bis auf ein paar Situationen, wo wir eigentlich noch mehr Tore machen können. Ich erinnere mich an Monchi, seine Chance mit dem Lupfer, den er daneben haut. Aber ja, ich sage 4:1 ist einmal super. Ja, das ist, ja, ich habe das bei der Admira auch immer wieder schon gemacht, immer bei Standards versuchen, auf die zweite Stange durchzugehen. Dort kommen immer wieder Bälle hin. Das ist ja dann recht schwer zum Verteidigen und ja, es schaut einfach aus. Aber wie gesagt, bin natürlich sehr froh, nicht nur über mein Tor, sondern auch, dass wir
noch zwei andere Standardtore gemacht haben, das gefreut mich auch, weil wir bei Standardsituationen nicht immer ganz gut ausgeschaut haben in der Saison. Und ich denke, gegen Mattersburg, die eigentlich eine sehr große Mannschaft sind, drei Standardtore machen, das spricht für uns heute. Ich habe immer gesagt, wenn du bei diesen Vereinen spielst und wenn wir nicht oben mitspielen, dann du weißt, dass die Kritik auf dich zukommt und es war oft zu Recht. Und wir müssen groß genug sein und Männer genug sein, dass wir mit das umgehen können. Ja, weil wir uns auch, muss man heute ehrlich sagen, auch verdient haben. Wir haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht, teilweise sogar ein sehr gutes. Und wir haben mit einer Einzelaktion, schneller Abwurf von Benze, hat Mani Zakaria da auf der Seite sich Raum gemacht und ein Herz genommen und ein wunderschönes 1:0 gemacht. Und danach hatten wir einfach bei dieser Standardsituation, die, muss ich ehrlich sagen, auch auch ein Verdienst von meinen Co-Trainern, von Tommy Deutschel und von Sagan Duran ist. Wir hatten den Spielern den einzigen freien Tag, den sie hatten, genommen, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen auch Konsequenzen ziehen nach diesem Spiel und haben am Donnerstag wirklich intensiv mit den Jungs an Standardsituationen gefeilt. Und ja, dass das dann heute so aufgeht, ist dann natürlich auch eine Belohnung für die ganze Mannschaft. Am Ende des Tages kann man im 10. Wiener Gemeindebezirk wieder jubeln, darf sich freuen über 3 Punkte und zieht somit den Altachern hinterher. Nach einer kurzen Werbepause kommen wir zu unserer letzten Begegnung. Die Admiraner haben sich rehabilitieren können mit dem 3:0-Sieg gegen St. Pölten. Jetzt bekommen sie es mit den Tirolern zu tun. Bis gleich. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Martin Grasl und Frankie Schinkels. Schönen Sonntagabend, herzlich willkommen zurück hier bei uns auf OE24TV zum letzten Spiel der Qualifikationsrunde. Die Austria und Altach haben vorgelegt. Das letzte Duell Admira gegen WSG Tirol. Wo ein alter Bekannter wieder auf die Trainerbank zurückkehren darf, auch wenn es sein behandelnder Arzt nicht zwingend empfiehlt. Thomas Silberberger, und da haben wir auch eine Grafik für Sie vorbereitet, die nochmal unterstreichen soll, wie wichtig er für die Tiroler in diesen Tagen auch ist. Wir sehen, Thomas Silberberger ist zurück. Er ist der dienstälteste Trainer seit 2013 im Amt, nach dem Motorradunfall mit einer schweren Beinverletzung jetzt auch wieder zurück. Und jetzt werden schon Vergleiche mit Ernst Happel gezogen, der sich in seiner aktiven Zeit immer wieder zurückgezogen hat, mit dem sogenannten Klimmstengel, das Ganze für sich beobachtet hat. Er hat gesagt, er macht genau dasselbe, nur ohne der Chick. Ja, aber vielleicht kann man das nur so im Vergleich machen, was du gesagt hast, weil sonst ist er ganz weit, weit weg entfernt von Ernst Happel. Vielleicht ein Kappel hat Ernst Happel auch gehabt zum Schluss. Ich habe selber zu Hause das letzte Kappel von ihm noch unterschrieben, bin ich ganz stolz drauf. Aber Silberberger ist wieder gesund, zumindest Richtung genau. Gesundheit geht er wieder, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Was wir ihm hier noch einmal gute Wünsche, alles nach Martin schicken. Aber es ist wichtig, dass er auf der Bank sitzt, Martin. Eddie, oder? Ein Trainer, der nicht auf der Bank ist, letzte Woche der Meyerhofer als Co-Trainer. Das ist schon, die Mannschaft braucht einen Trainer. Ja, ganz richtig ist. Natürlich nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich mit dem Happel, fällt mir ein. Aber es ist schön, es ehrt ihn natürlich auch. Aber er ist für seine Mannschaft schon eine wichtige Persönlichkeit. Er hat halt eine Position, sich erarbeitet, er hat ein Geschenk gekriegt und die Mannschaft glaubt an ihn. Und ich glaube, es ist ein taktisch auch ein wichtiger Zug. Man kann ja den Spieler sagen, jetzt jammert's nicht, der Trainer kommt schwer verletzt, jetzt gibt's einmal Gas. Das ist ja psychologisch wichtig und ich glaube, das bringt schon. Und er steht nie in Diskussion. Er ist vom Vorstand, von Diana Swarovski, von der Chefin. Präsidentin, die hat gesagt, er ist der Trainer aus. So, da sind auch schon 20 Trainer auf der Tribüne gesessen, wenn er 2-3 Mal verliert. Aber der wird nicht gerüttelt und das ist auch wichtig für die Mannschaft. Weil die wissen, okay, wir brauchen nichts auf den Trainer ausschieben, wir müssen selber vorangehen. Ich war vor 3 Jahren mal bei einer Partie gegen FAC, da haben sie in der 2. Liga gespielt. Und da haben sie auf der Tribüne über den Trainer diskutiert. Aber gewisse. Frau Swarovski hat gesagt, aus Ende, der bleibt. Ja. Abschließend noch zu Thomas Silberberger. Mit Sicherheit eine wichtige Institution, aber frischer Wind kann bei jeder Mannschaft was bewirken, oder nicht? Na klar, der geht voran, huckt da mit einem verletzten Fuß. Das ist auch Mentalität. Das ist auch, hätte sie vielleicht auch sagen können, weißt du was, ein Co-Trainer soll das machen. Nein, er geht voran, er wird mit der Mannschaft das zusammen schaffen und ich finde, das ist ein super Zeichen. Genau. Also, wir kommen auch zu einem nächsten Aufeinandertreffen, das zum 4. Mal tatsächlich zustande kommt. Da haben wir einen Ausschnitt noch vorbereitet.
das letzte Aufeinandertreffen zwischen Jimmy Hoffer und Stefan Meyerhofer. Die kurze Videosequenz bitte einspielen. Das war das 1:1 im letzten Aufeinandertreffen. Wer gefällt euch momentan besser? Früher waren sie unzertrennlich und unschlagbar. Ja, ich habe noch als Trainer und Sportdirektor von Austria Kärnten gegen die zwei bei Rapid gespielt und die waren schon gefürchtet. Der Lange mit dem Kopf, er mit der Schnelligkeit. Vereinzelt finde ich es, beide finde ich okay, aber miteinander waren sie sehr gut. Könnten sie miteinander noch, Edi, glaubst du, wenn man die jetzt in einer Mannschaft zusammensteckt? Ja, auf jeden Fall, der Lange und der Kurze. Das geht schon, geht ja bewusst wahr. ich bin der Kurze, sie Nein, ich bin der Lange. Nein, die passen uns. Und ich habe mich auch gefreut, wie der Jimmy zurückkommt, ist er körperlich in einer guten Verfassung. Der Meyerhofer nähert sich dem 40er mit kleinen Tanzschritten. Also ja, die könnten immer noch spielen, gemeinsam, sicher. Also einsame Spitze zu damaligen Zeiten mit dem SK Rapid Wien. Jetzt der eine für die Admira, der andere für die WSG Tirol. Hinein ins Highlight. Die Admira also im vierten Spiel zum dritten Mal ohne erzielten Treffer. Also langsam hat man das Gefühl, wenn sie nicht treffen, verlieren sie. Wenn sie treffen, dann gewinnen sie auch dieses Spiel. In diesem Fall ist es wieder nach hinten losgegangen. Und wir starten das Ganze wieder von vorne mit Kelvin Yeboah-Frankie. Ja, die Name steht für Tore. Sein Onkel Yeboah hat viele Tore in Deutschland geschossen bei HSV. Das war drei oder viermal ein 30er gefeiert. Man hat nicht gewusst, wie heute ist. Aber hier, der kann es auch, der Bursche. Die Austria Wien, die hat ihm auch noch gut in Erinnerung. Hat er, glaube ich, auch drei, vier Tore gemacht. Ja, schöner Schuss, wirklich. Ja. Ja, das war dann auch die Führung. Will ich sagen, aus dem Nichts, aber bis dahin die Partie auf jeden Fall auf Augenhöhe. Aber dann dieser Fehlpass von Lukacevic und Thanos Petzos, Edi, mit diesem Wahnsinnspass auf Slatko Tilic. Ja, der Petzos macht das, was er machen soll, macht er nie und das, was man nicht erwartet, macht er. Das kann er wirklich. Und ich sage, er ist ein Traum. Schau mal. Ob das gesund ist? Nein, das darf er nicht. Und sitzt schon wieder. Muss er schmunzeln. Aber es ist die Admira, wir haben doch geredet über das Baumeister-FE gegen St. Pölten. Und drei Tage später stehen sie wieder wie die Handballmänner hinten, wie die ersten Kinder und verteidigen so. Das ist ja Wahnsinn, wie man da verteidigt. Auch der Leitner gegen SKN gleich top gehalten und hier schaut er auch nicht gut aus. Das ist Nerven. Na und jetzt auch wieder der Kurze, der weiterscherzelt und der Lange, der hinten wartet. Eure Analyse. Stefan Meyerhofer. Ja, das ist ein Goalgetter, der Eddie hat schon gesagt, der geht Richtung 40. Aber auch der Hans Krankl kannst du hinstellen mit 60. Der wird auch noch treffen. Ja. Aber die Laufarbeit wird natürlich auf der Dauer weniger, die körperliche Verfassung. Aber der Blick und das Gefühl, ja, das. Der Mann muss aber Admira aus den Wetten nehmen eigentlich. Die spielen jede Woche ein anderes Ergebnis. Du kennst dich auch kein Mensch aus. Ne? Das ist, wir wetten ja jede Woche. Da denkst du ja noch, wir haben es vorige Woche gespielt. Was kann man sich erwarten? Die Admira ist nicht zum Erwischen. Die gewinnen 3-0, die verlieren 3-0 in einem Holzgang. Unglaublich. Ich glaube, dass die jetzt auch in einer Phase sind, wo die auch glauben, wir müssen jetzt den nächsten Schritt schon fußballerisch lösen. Wir können Fußball spielen. Das ist nicht gefragt in dieser Phase der Meisterschaft. Jetzt erst einmal die Hausaufgaben machen, beinhart arbeiten und alles tun mit als Mannschaft und dann andere Sachen immer mehr einfließen lassen. Das stimmt. Ist normal. Ich bin auch ein bisschen Anhänger, wenn ich ehrlich bin, von Tirol. Die gefallen mir von der Art her, wo sie in den Stadien in Tirol spielen, was ich nicht verstehe. Aber Gott, alles muss man nicht verstehen. Aber jetzt haben sie einen wichtigen Schritt gemacht, dass sie in der Liga bleiben. Also Big Points für die Tiroler, die Südstädter müssen sich weiter fragen, wie es weitergehen kann. Es ist nur ein Sieg bis dato gelungen und man hat tatsächlich in 3 von 4 Spielen keinen einzigen Treffer erzielen können. Nach einer kurzen Werbepause sind wir gleich wieder zurück mit der aktuellen Tabelle und den Spielplan auch für die nächste Woche. Die Tops und Flops gibt es auch noch dazu. Also es gibt keinen Grund wegzuschalten. Bis gleich. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Präsentiert von Martin Grasl und Frankie Schinkels. Zum Abschluss gibt es natürlich wie gewohnt Ihre Bundesliga-Bilanz mit den Ergebnissen und der Tabelle. Zunächst mal die 26. Runde im Überblick. Wir sehen einen knappen, aber doch verdienten 2:1 Heimerfolg für Rapid über den WRC. Im steirischen Derby kann sich Sturm Graz dank eines Last-Minute-Doppelpacks von Despotov noch mit 1:2 durchsetzen. Die Salzburger souverän mit 3:1 zu Hause gegen den LASK. Altach ebenfalls, die Formkurve bleibt weiterhin
aufrechterhalten. 2:0 zu Hause gegen St. Pölten, Befreiungsschlag für die Wiener Austria im Pappelstadion, 1:4 Auswärtserfolg und auch ein überraschend hohes Ergebnis in der Südstadt, 0:3 zwischen Admira und der WSG aus Tirol. Was bedeutet das für die Tabelle? Wir schauen uns das Klassement an. Es hat sich bei den oberen sechs nichts verändert, aber es rückt alles eng zusammen. Der WRC und Sturm Graz nur 4 Punkte voneinander getrennt. Rapid hat sich einen respektablen Vorsprung erarbeitet von 6 Zählern, ist aber noch 7 Punkte hinter den Salzburgern. In der Qualifikationsgruppe, da hat sich ein bisschen was verändert. Die Big Points haben die Tiroler landen können, sind jetzt an Tabellenposition 3, haben allerdings nur 2 Zähler Vorsprung auf das Schlusslicht St. Pölten. Das heißt, die 4 werden sich vermutlich die Abstiegsplätze oder den Klassenerhalt sozusagen ausmachen. Altach und Austria werden sich wohl ums internationale Geschäft kümmern. So viel also zu den tabellarischen Konstellationen in Österreich. Wir kommen jetzt noch zu den Top und Flop 5 von Frankie. Selbstverständlich blicken wir auch über den Tellerrand hinaus, haben noch ein paar internationale Geschichten für Sie vorbereitet und kommen zu einem ganz interessanten Mann, lieber Frankie. Adrian Gribic in Österreich kennt ihn vielleicht nicht mehr jeder, zu Altacher Zeiten auch schon richtig gut aufgezeigt und jetzt in der zweiten französischen Liga bei Clermont Foot mit fast 20 Toren aufgefallen. Ist das einer für die Zukunft? Es ist schon, er ist schon angekommen, weil er war aber auch schon sehr, ja, sehr gut. Und hier sieht man ein Tor, was er macht. Ja, der hat natürlich jetzt in Frankreich auf sich aufmerksam gemacht. Und jetzt winkt ein größerer Verein. Und das ist natürlich eine Riesengeschichte. Ich weiß nicht, ob so ein Verein wie Altach dann noch beteiligt ist bei einem Transfer. Aber bei Altach hat er schon aufgezeigt, ja. Also da sieht man, Potenzial ist durchaus noch vorhanden im rot-weiß-roten Land. Was die Champions League und Europa League betrifft, da gibt es jetzt auch schon eine Ankündigung. In Lissabon wird quasi das Champions League-Finale in irgendeiner Art und Weise Ende August stattfinden. Parallel dazu die Europa League in Nordrhein-Westfalen, sprich Köln, Dortmund, ein paar Stadien zur Verfügung gestellt. Ist das die richtige Entscheidung an diesen Orten? Naja, es ist zumindest schön, dass das fertig gespielt wird. Ich glaube auch für die ganz großen Vereine. Wobei, ich sage immer wieder, das sind natürlich Vereine, die Vorteile haben, ja. Also wie Bayern ist schon in einem Modus, Meistersmodus, und Liverpool beispielsweise nicht. Die fangen jetzt erst an, am Mittwoch. So, da bin ich gespannt, ob das dann auch vom Niveau her sehr gut wird. Ja, du hast es gerade angesprochen. Die Premier League, die startet erst wieder. Und da gibt es eine ganz tolle Trikotaktion zu Beginn. Und das wird auch bis zum Ende eingehalten. Black Lives Matter, wir sehen das auf diesem Trikot. Statt den Spielernamen wird das dann hinten stehen. Ein Schritt zur Solidarität und wieder ein Signal. Ja, ich finde es gut, aber ich persönlich, ich habe so viele türkische Freunde, Balkanfreunde, bin selber gebürtiger Holländer, glücklich in Österreich. Für mich gibt es kein Schwarz-Weiß, Grün, Gelb. Für mich gibt es gute und schlechte Menschen. Ja, und die schlechten Menschen, die gehören auf der Seite. Ja, aber alle anderen sollen miteinander Spaß haben in das eine Leben, was wir haben, und miteinander einfach drauf losleben. Spaß hat auf jeden Fall Christian Streich in Freiburg. Der Trainer, der am längsten dient, also das, was Thomas Silberberger bei uns in Österreich ist, ist Christian Streich, der immer wieder durch seine sympathische, emotionale Art auffällt. Bist du auch ein Fan von ihm? Ja. Freiburg liebt ihn, aber Frankie Schenkers liebt ihn auch. Ich mag so einen Trainer, der nicht nur wie Schlaftabletten auf der Bank sitzt und immer das Gleiche sagt. Er hat seine Meinung, er steht zu seiner Meinung und er hat jedes Mal eine gute Mannschaft. Und das ist auch nicht von irgendwo kommt es, das ist einfach er. Er bringt die Spieler weiter, entwickelt die Spieler. Und das ist der Kunst des Trainers. Ja, und vor allem, man hat den Vertrag verlängert, aber nicht gesagt, bis wann er läuft. Aber man schenkt auf jeden Fall ihm wieder für einige Jahre das Vertrauen. Unsere Top-Geschichte, die leitet uns allerdings zu den Konzernvereinen sozusagen, Salzburg und Leipzig, die sich die Spieler auch immer wieder hin und her schieben. Timo Werner wird jetzt wohl weggehen zum FC Chelsea. Heijan Wang von Salzburg soll sein Nachfolger werden. Kannst du dir vorstellen, dass er die Nummer 1 dann wird dort? Nein, weil ich finde ihn in Österreich sehr gut. Er war schon in Deutschland bei Hamburg SV. Da ist er nicht aufgefallen. Der Timo Werner, den verfolge ich auch, ist ein ganz anderer Spieler. Auch zwar mit Schnelligkeit, aber viel noch einmal einen Schritt und noch einmal ein Klass besser. Und deswegen glaube ich, dass er für Deutschland, für Red Bull Leipzig, die wollen nächstes Jahr wieder Champions League spielen, dass ihm das ein bisschen zu viel ist. Aber ich habe es Fußball nicht erfunden. Vielleicht zeigt er mir, belehrt er mir als besser.
Also, Hechan Wang möglicherweise bei Leipzig im Gespräch, rein qualitativ gesehen möglicherweise eine Hürde zu groß. Die Zukunft wird das Ganze zeigen. Das waren die Top-Geschichten dieser Woche, aber auch die Flop 5 lassen aufwachen. Und da kommen wir eigentlich zu einem sehr positiven Mann, nämlich Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Der war über 40 Jahre oder knapp 40 Jahre lang der Mannschaftsarzt vom FC Bayern München. Für die Münchner mit Sicherheit ein Rückschlag, dass er jetzt quasi nicht mehr so regelmäßig zur Verfügung steht. Ja, das ist eigentlich dann der Flop, gell? Dass er aufhört, weil das ist schlecht für Bayern. Ich glaube, ich war selber bei ihm unter Behandlung in meiner Tätigkeit als Fußballer bei der Wiener Austria. Mhm. Und da bin dann gesessen mit Lothar Matthäus, Daley Thompson, ein Zehnkämpfer aus London. Da kommt Gott und die Welt zu ihm. Er hat eigene Methode und er wird Bayern dann fehlen. Und mit 77 ist er, rennt er sicher, der rennt immer noch zu den verletzten Spielern. So, Respekt, körperlich topfit. Also ein Top-Mann, der in den letzten 40 Jahren für Furore gesorgt hat auf sportlicher Spitzenebene. Wir schauen weiter zu unserer nächsten Schlagzeile, die bringt uns wieder zurück in die österreichische Bundesliga. Wir haben es zwar schon angesprochen im Rahmen des steirischen Derbys, aber Nesto El Maestro sagt, es ist Teil der Fußballkultur, dass man sich möglicherweise etwas anders benimmt. Ja, ich finde schon, dass auf einem Fußballplatz schon was mehr erlaubt ist als im täglichen Leben. Auch die Fans nehmen sich das heraus und schimpfen. Und auf der Straße wird es vielleicht einen Strafzettel kriegen dafür. Aber im Stadion wird jeder anders. Aber jetzt natürlich in dieser Phase, kein Publikum, man hört alles, man hört jedes Wort. Ist es nicht gut gewesen für ihn? Unter Druck. Er ist mächtig unter Druck, weil Sturm spielt irgendwie irgendwas. Und das spürt er. Und er wollte die Mannschaft aufwecken. Aber das hat nichts mit dem Herr Lechner seiner Eier zu tun. Volles Haus dagegen hat es in Belgrad gegeben in dieser Woche. Ja. Volles Haus. Wir haben aktuelle Bilder für Sie vorbereitet. Partizan gegen Roter Stern. Halbfinale im Cup. Solche Bilder haben wir das letzte Mal vor 3 bis 4 Monaten gesehen. Heißt das, der Fußball kann wieder loslegen? Ja, gerade ist auch der Dominic Thiem beim Djokovic sein Turnier im Einsatz. Da sitzen auch, glaube ich, 10.000 Leute, fast jeder auf den anderen seinen Shows. Und da auch beim Fußball, ich weiß nicht, ich bin kein Virologen, aber ich habe das Gefühl, es geht uns gut jetzt. Deswegen sollte man dann auch unsere Fußballfans wieder in die Stadien bringen. Ja, und die deutschen Kollegen, die haben jetzt schon mit finanziellen Sorgen zu kämpfen. Der DFL rechnet mit einem Millionenverlust von 150 Millionen für die deutschen Teams aus der ersten und zweiten Liga. Das hat man bekannt gegeben. Aufgrund dieser wirtschaftlichen missgünstigen Lage muss man dann einen Rückzieher machen. Glaubst du, das blüht uns in Österreich auch noch, dass wir gewaltig zurückstecken müssen, was die Gelder betrifft? Natürlich geht es uns, aber natürlich nicht in dieser Höhe, aber geht es uns auch nicht gut, die Vereine, das wissen wir. Austria Wien hat, glaube ich, 2,5 Millionen schon verloren. In dieser Corona-Phase Rapid rät. Der Herr Peschek beschwert sich auch zu Recht dann, nicht, wenn in der Kasse der Marie fällt. Aber ja, also, da müssen wir halt mit kleinen Brötchen backen und die schmecken auch, oder? Absolut. Unsere Top-Story leitet uns zurück in die Bundeshauptstadt. Seit gefühlt 2 Jahrzehnten träumen wir von einem neuen, richtig schönen Nationalstadion. Nichts gegen das Ernst-Happel-Stadion, aber da sind wir im internationalen Vergleich hinterher, muss man sagen. Jetzt hat auch noch der Sportstadtrat Peter Hacker gesagt, das ist eine Utopie, wenn man sich jetzt in der nächsten Zeit ein neues Stadion erwartet. Ja. Womit rechnest du? Glaubst du, erleben wir das noch? Ich hoffe, dass wir es erleben, weil wir brauchen das wirklich, weil das passt zu Wien. Wien ist ein Kulturstaat. Jeder, den ich kenne, Holland oder andere Länder, sagen, wow, Wien, du bist bevorrechtet. Du wohnst in das große Wien. Ich wohne zwar nicht in Wien, bin aber jeden Tag in Wien. Mhm. Und ich genieße Wien. Aber ein richtiges Fußballtempel mit einem à la Schalke, wo das Dach zugeht und so weiter, würde uns gut tun. Das wird uns noch einen Schritt weitermachen, sportlich. Also, es wird richtig Spaß machen. Frankie, danke für deine Analyse, was die Top- und Flop-5-Geschichten aus Österreich und der großen, weiten Welt betrifft. Wir setzen fort mit dem Tor der Runde. Unser Tor der Runde führt uns in diese Woche nach Wien-Hütteldorf. Es war ein Befreiungsschlag für Kita Gawa von Rapid. Was sagt ihr beide dazu? Ja, es geht um das Umschalten, es geht von der eigenen Hälfte schnell nach vorne mit wenig Ballberührungen und Fountas macht das perfekt, ist ein guter Goalgetter, aber mittlerweile ist er auch einer, der die Flanke bringt. Und Kita Gawa, sein erster Tor für Rapid in der Meisterschaft. Ja,
Rapid ist im Kommen. Ja, was sagst du, Edi, zu ihm? Ja, vor allem das unheimliche Tempo im Konter hat der Rapid vorher nicht gehabt. Das ist wirklich, das macht sie um eine ganze Klasse stärker. Ja. Die zwei radieren runter und auch der Japaner natürlich, der Kitagawa, auch sehr schneller Spieler. Dem fehlen die Spiele. Das Kleine war verletzt, er war draußen, eine andere Gegend, eine andere Sprache. Aber der kann werden. Schauen wir mal. Also wir gratulieren Kitagawa zu dieser Auszeichnung von OE24TV. Kommen jetzt noch zur Vorschau. Was erwartet Sie am Mittwoch? Wieder ab 22.30 Uhr bei uns auf OE24TV. Zunächst mal die Spiele im Überblick. Dienstag ein Doppelpack mit St. Pölten gegen Mattersburg. Die Admira trifft zu Hause auf Altach. Die Austria empfängt die WSG aus Tirol um 20.30 Uhr. Am Mittwoch dann auch wieder ein Doppelpack mit WRC gegen Salzburg und Hartberg und Rapid. Jeweils um 18.30 Uhr und dann die Top-Begegnung zwischen dem LASK und Sturm. Also wieder einiges, was Sie dann erwartet. Am Mittwoch, wie gesagt, um 22.30 Uhr. Abschließend kommen wir noch zum Tippspiel zwischen Frankie und Edi. Das Jahr 2020 gehört bis dato dem Edi. Der hat, glaube ich, die letzten 4 bis 5 Duelle für sich entscheiden können. Und es kommt zu einer faustdicken Überraschung, Frankie. Ich glaube, du weißt gar nicht mehr, wie das Gefühl ist, wenn man ein Tippspiel gewinnt. Aber tatsächlich alle Tipps richtig gelöst. Hier sehen wir die Auflösung. Salzburg-Lask fallen mehr als 2 Tore beim 3:1, haben wir gesehen. Ja, das hat auch der Edi getippt. Und dann hat sich aber das Ganze super zugunsten vom Frankie entschieden. Perfekt. Frankie, was sagst du dazu? Ja, ich finde, es tut gut. Das gibt Selbstvertrauen. Das brauche ich in diesem Abstiegskampf gegen Edi. Du bist quasi wie Sturm Graz, ne? Ja, aber beide mit Eier, ne? Das sagen wir mal so. Und, aber ich habe das gespielt, deswegen, ich habe 10 Euro aufgekauft, so ich weiß, dass ich das dann abholen kann und ein bisschen was essen gehen mit der Frau. Also das erklärt auch das Handycover, das sich Frankie zugelegt hat. Wir schauen aber zum nächsten Tippspiel. Natürlich gibt es auch da wieder einen Sieger für die 27. Runde. Austria gegen WSG Tirol. Fallen mehr als 2 Tore, Frankie? Ja, fallen mehr als 2 Tore, weil ich glaube, dass die Austria Wien immer jetzt gut ist für ein Tor und Meierhofer will auch ein Tor schießen. Also ich gehe mal davon aus, 3-1 für die Austria, beide schießen ein Tor. Was sagst du? Ich sag nein, es fallen nicht mehr als 2 Tore. Ich tippe sogar auf ein 1:1 Unentschieden. Gut, also zumindest schon mal die ersten unterschiedlichen Meinungen raus. Der Edi kennt sich schon wieder aus, der will den Sieg anscheinend wieder zurück. WRC gegen Salzburg, schießen beide Teams ein Tor. Frankie? Nein, ich glaube nicht, dass dieses Mal die Defensive von Salzburg so löcherig ist. Und umgekehrt ist es schon so. WRC steht derzeit weit, weit weg von sicher hinten. Hat man auch wieder gegen Rapid gesehen, waren anfällig, deswegen nein. Schützenfest? Nein, ist ein Fußballfachmann, der Frankie. Und ich muss ihm recht geben. Ich sage auch nein, kein Schützenfest. Wir werden da keine großen Dinge erleben. Alles klar. Der letzte Tipp auch noch im Überblick. Hier haben wir folgende Begegnung im Angebot. LASK gegen Sturm. Wer schießt das erste Tor, Frankie? Ich finde, dass die LASK doch teilweise gegen Salzburg zweite Hälfte gut gespielt hat. Ein paar gute Chancen. Sie haben was probiert. Ich glaube, dass LASK das erste Tor macht und ich glaube, dass LASK auch gewinnt und dass dann endlich ein bisschen mehr positive Energie in der Stadt Linz wieder haben. Und du glaubst, dank Puntegamma ist man wieder in der Spur, ne? Ja, glaube ich auch. Und genau alles, was der Frankie gesagt hat, ist meine Meinung, nur mit einer anderen Mannschaft. Weil Sturm haben jetzt endlich wieder gezeigt, sie können gewinnen, sie können ein Match gut spielen und das, glaube ich, das gibt ihnen so eine Kraft, dass sie das erste Tor machen werden. Aber also, ich habe einen Lauf, so aufpassen. Ich glaube, ich gewinne dieses. Aber ich arbeite jetzt schon dagegen. Also, auseinander. Ja. Im Endspiel ist der Frankie anscheinend darauf bedacht, nochmal den einen oder anderen Sieg dann einzufahren. Ne? Wer? Die? Gegen Ende der Saison willst du jetzt natürlich noch ein paar Siege mitnehmen. Weil, ohne Selbstvertrauen in die neue Saison, nein, das ist auch nichts. Ich lasse mir das nicht gefallen von Eddie. Ich meine, ich kann nicht immer noch gewinnen. Ja. Wie läuft es eigentlich beim USV Radlberg? Bei meinem Verein in der zweiten Klasse sind wir natürlich 2 Meter Abstand beim Training. Mhm. Und ich hoffe, dass ich mit 57 noch einmal als Libero ein Comeback starten kann, so ab September. Ja, aber du bist selber auch Amateurfußballer. Wir Amateurfußballer haben es nicht leicht derzeit. Ja. Und du, lieber Edi, vielleicht der Stadionsprecher beim USV Radlberg? Nein, ich komme auf jeden Fall hin, ich schaue mir das an, natürlich. Man sieht man ja nicht alle Tage. Als Libero, da bin ich dabei. Du musst uns informieren, was das ist. Klar, gehen wir hin und dann trinken wir auf den Sieger
ein Bier. Ja. Das ist wahrscheinlich auch eine Gegend, wo das Bier leistbar ist, wahrscheinlich 2 Euro das Flaschen, ne? Das ist nicht das Problem. Der Eddie ist immer mein Gast. In St. Pölten Umgebung ist er mein Gast, dafür bin ich hin und wieder bei ihm in Wien und in Kärnten Gast. Ja, dann wissen wir nicht, wie wir die einbauen. Ob ganz nein, ich, nein, in der Funktion werden wir schon finden. Ja. Die Wäsche muss ich auch waschen. Ne? Genau. Also, auch wenn Sie mittippen wollen, dann klicken Sie sich rein, beziehungsweise jetzt haben wir noch die allgemeine Grafik für Sie vorbereitet, den Überblick. Das heißt, Frankie könnte 55 Euro abstauben, 74 dagegen der Edi, also der tippt nur auf die Außenseiterquoten. Anscheinend, ja, ein bisschen risikofreudiger jetzt unterwegs. Nein, ich muss aufhören, aufholen nach dem Verlust. Also, ich muss alles riskieren. Also, das sind die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten für die kommende Runde. Und wenn Sie auch mitspielen wollen, einfach reinklicken unter www.tipico.at. Unter anderem wartet auf Sie ein Einzahlungsbonus, wenn Sie einen Betrag zwischen 10 und 100 Euro einzahlen. Das Ganze wird dann automatisch verdoppelt und dann haben Sie das optimale Wettvergnügen. Frankie, Edi, wünsche euch auch nochmal einen schönen Vatertag. Die letzten Sekunden noch ein bisschen genießen. Hat mich sehr gefreut und am Mittwoch sind wir um 22.30 Uhr wieder für Sie da. Bis dann. Gute Nacht. Ciao.